Ja, moin, ich bin gerade beim Editen von diesem wunderschönen Video und wenn ihr halt weiterhin Videos wie dieses haben wollt, dann müsst ihr halt den Like-Button drücken, weil ich kann nicht immer halt einfach einen Zehner an alle Leute, die in diesem Video beteiligt sind, ausgeben. Auch wenn das Spaß macht zu gamblen. Ansonsten, Disclaimer, gamblen ist ab 18, macht's nicht, wenn ihr unter seid. Ach, moin. Ach Jungs, wo macht man hier den Big Profit? Oh. Das ist easy. Nein! Ja, doch, 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 doch. Alles. Ey, nee, Mann! Lost. Digga, so ein Scheißspiel. +81. Ich glaube, ich bin gut da drin. Ja, Schmutz. Digga. Komm, Oh nein. minus 34,5, Digga, ist alles noch easy. So, zack, jetzt, das wird jetzt zweimal richtig low busten, da bin ich raus erstmal. Ja, Von denke meinen ich halt auch. Ja. Ja. Wow, nur 15. Nächste bin ich nicht drin. Ne, ich gehe jetzt drei Runden nicht rein und dann gehe ich einmal auf drei rein. Warte mal, Ey, wie wenn das lange? jetzt wieder drei geht, ne? Der. Oh, nee. Oh, nee. Was sind das für Rolls? Soll mal wieder der Red Train reinkommen? Ja. Ah, das ist doch gerade Rick the Fuck, Alter. Und Boys, wie viel habt ihr so an Balance? Ja, 1001. Respekt, Bruder, Respekt. 1089. Ja, gut, der schwitzt. Ich habe 840. Auch mal. Ich komme nicht rein, weil ich immer zu autistisch. Ja, gut. Oh, alles gut, ja. So, jetzt. Komm, gönn auf jetzt. Gönn jetzt einmal auf mal zwei. Gönn. Na, ich sag, der geht early jetzt noch. Komm, ich sag, der geht unter zwei, oder? Ah, scheiße, der geht über zwei. Ah, scheiße, egal, trotzdem. Ein bisschen Profit. Bisschen Druck. Bisschen Druck, ja. So wie der Druck von dem Heroin an meinem Arm. So. Man kennt sie. Komm jetzt rein. Oh, Digga! Oh, Mann! Egal. Hoffentlich hittet der 3. Herr FK, bist du gerade mit 8 drin? Ja, ich bin mit 8 drin. Ja. Ja, ich sehe. Komm. Mit was bist du denn drin? Hey! Dann auch 3. Maschallah, warum hab ich dich als Freund und du nicht, mich? Nimm meine Freundin Request mal an oder so. Ja, Maschallah, ich seh dich nicht. Hui. Den Dreier. Ja, oh, der Dreier war's. Ja, no joke, Digga. Send mir mal was. Hä? Maschallah, ich hab dir Freunde als Anfrage geschickt. Was soll ich machen? Maschallah, schreib mal im deutschen Chat. Schreib mal im German Chat, Junge. dann gebe ich dir Friend Request, so zack. Hier, bam. Servus, moin, so zack. Add to friends, zack, easy, fertig. Was ist eigentlich mit Julius? Ist er einfach. Wieso? Was? Achso. Keine Ahnung, Digga, ich hab dich auch nie als Friend. Ey, das ist so. Schreib einfach im German Chat, ich will einfach so. Ich kann im German Chat nicht schreiben. Dann Ich halt muss ein im Deposit machen Englischen. dafür. Dann mach halt eine Deposit, Ich Bruder. bin broke dafür. Oh. Komm, 10x. Boys, 10x. Ey, warte, ich mach das jetzt mit random.org. Ich mach das jetzt mit random. Alter, oh, Oh. Digga, direkt. Da geht man einmal mal wieder rein und dann alles weg. Das ist Das scary. Das ist halt aber wirklich der random.org. Weißt du, wenn der. Ich gehe nächstes. Ich gehe nächstes wieder rein, wenn's über 50 ist, denke ich rein. Verzweifelt Next one. kickt. Es ist 3, Digga, nächstes bin ich nicht drin. Ey Mann, wie kann man bei random.org mit Nachkommastellen anzeigen irgendwie? Weiß das jemand? Du kannst einfach durch 100 teilen, das Ergebnis, du Alter, Boss. was? Egal. Ich wusste es, okay, so zack. 13, ich bin auch wieder Ach raus. so, meinst du das? Ja, okay. Und dann mache ich 1 bis 400. 3,53. Das wird nichts. Ja, ich skippe jetzt die nächsten Runden alle. Ja, richtig so. Okay, komm. 3,53, please, random.org, gönn.
Der nächste bin ich dran. Das wird nicht zwei, das wird nicht. Ich sag's dir. Das wird. Nein. Doch. Nein, ich wusste es! Meine Verdammt. 1,77, okay. Digga. Ja, ich bin jetzt in der nächsten Runde. Wetten jetzt bei meinem Luck. Ja, ich wusste es, Digga, es kickt direkt. Es kickt. Wenn sogar der Zufallsgenerator dich fickt. Ist halt wirklich so, okay, der Zufallsgenerator hat zwei gesagt, Digga. Ah, Luck. Muss doch mal wieder ein 10er kommen, Digga, das kam ewig nicht. Okay, 60 auf 1,77, komm jetzt gönnen. Hä? Jungs, ich fühl den 10er. Ich fühl ihn. Ja, ich hab 40 auf 5. Let's go. Das ist dieser andere Red Train. Wenn das jetzt nochmal Early Crash, dann warte ich erst Bilder bis zum nächsten Green. Selbst es geht auf 100 oder so. Ja, tschüss. Also, okay. Okay, gut. 50 minus ist noch im akzeptablen Rahmen. Oh, Digga, zack, ich bin raus. Ja. Boah, Digga. Digga. Der Sense, Game Sense. Der Predict. Ich bin schon wieder 400 im Minus, Jungs. 400? Nee, 4. Ja. Was? Ich bin 49 im Plus. Das war eine dreckige Lache. Okay, komm, jetzt gönnen wir mal einen Zweier, please. Ja, ich bin bei 1,3 raus. Ja, sogar. Ja, komm, ich geh auch raus. 1,3 flat. Meine Fresse. Ja, okay, geht auf 2, aber trotzdem. Oha, okay. Crazy. Okay, 2,04 sagt random.a. Ey, das dauert halt immer viel zu lange, das einzugeben, dann rüber, dann fängt immer schon eine neue Runde an, das ist voll Krise. Ja. Ja, ich hab so ein richtig obskures fucking Skript angemacht, mal gucken, wie schlimm das ist. Ja. Oh. Da war man gerade mal bei 100 plus und dann gehen die 50 wieder weg. Ey, Jungs, es kam irgendwie seit 100 plus kein 10er mehr, Digga, das ist voll suspicious. Ja, ich glaube, ich gehe gleich auch mal mit ein bisschen Low Cash auf 10. Ich glaube, das ist rigged. Ich glaube, es ist einfach alles Bait. Ja, plus 104. Der FK, warum bist du eigentlich nur mit einem Bit drin? Was ist deine Mission? Net Profit. Oh, jetzt kommt die 10er, wir können mal die 10er bitte. Alter, oh nein! Ich will mal hochbreiten. Ach komm! Okay, ich sag jetzt, ich gehe mit 10 auf 10. Easy. Ich gehe mit 50 auf 10. Jetzt fühle ich mich so verschweren, Digga. Ich fühle das doch. Irgendwie fühle ich den 10er jetzt auch, muss ich sagen. Es kann gerade ein 7er, Digga. Als ob jetzt nee, ich sag, ich fühle den 10er gerade. Also wäre mir recht, Digga. Ich bin ja drin für den 10er, aber. Ja, safe voll. Ich fühle es nicht, Digga. Ich fühle es nicht. Ich fühle es gar nicht. Ich fühle es gerade schon irgendwie ein bisschen. Autisten unter sich. Jetzt ist er wirklich. Nee, aber das crasht auf 9. Ich sag, das crasht auf 9. Du, wenn es jetzt echt auf 9 crasht, du, ich geh raus, das seh ich nicht ein. Ich bin ja schon rausgegangen. Plus 260. Oh, danke, endlich mal einen Gewinn. Okay. Ich bin bei 7 rausgegangen. Wow. Okay. Aber, ey, Victor, sag ehrlich, ich bin der Prediction-Gott bei sowas. Sag ja, Digga, Allah und so, ne? Ey, guck mal, er hat einfach Corner. Hat der Corona falsch geschrieben und Corner hingeschrieben? Digga. Nee, ja, das ist meine Tante hat einfach Corona und ich fühle mich halt auch so richtig, richtig am Sterben, so seit gefühlt 2 Wochen. Seit ihr den Zungenkuss gegeben hast. Nee, wir haben sie ja noch nicht mal getroffen, so, aber seit Skifahren her. Aber es war alles leer. Es war so free. Digga, gut, Gott sei Dank. Oh, was sind das denn jetzt hier wieder für Green Trends? Das Ding ist, ich bleib da drin bis. Oder der ist drin, Digga! Ich überleg grad, ob's nicht geil wäre, wenn man jetzt umgedrehtes Martingale macht. Weißt du, immer erhöhen, solange es Green Train ist und dann aufhören. Na, ich würde auch immer weiter erhöhen. Adam Grabes Strategie einfach jedes Mal 5% erhöhen. Und ja, das kann man auch mit 50% machen, da geht's noch schneller. Was für ein Profit habt ihr? Ja, aber ey, wenn er jetzt wieder auf 10 geht. Aber Jungs, glaubt, ich werde auch den Big Profit machen. Ja, weißt du,
Es gibt ja diese, kannst du diese Sniper, also wenn du auf Auto gibst, gibt's ja diese Sniper, Dings da. Ich weiß. So slashen hier. Das sagt dir halt, seit wann der, diese Private Message oder Spam Channel, ja, Digga, zack, wo ist der Spam Channel? Der sagt dir halt, wann der letzte fucking Nyan war und dann, kannst du da diesen Sniper anmachen. Das ist schon wieder dieser Big Train, Alter. Ja, also es sagt dir halt, wann der letzte Tausender war. Mein Deutsch kommt nein um die Ecke. Ja klar, ja, der letzte war vorgestern. Also es müsste eigentlich einer kommen. Ich überlege jetzt, ob ich den Sniper anmache. Oder dann mit diesem, mit der 1-Bit-Wette dann. Ich glaube, ich werde auf den Tausender handeln. Ich trau's dir zu, auf jeden Fall. Ja, Digga, rein da, Digga. Ich bin nur noch 285. Was? Ich dachte, du warst ein Prophet. Ja, 285 Prophet. Oh, betont okay, cool, war ein Prophet. Ja, Alter, nächstes wird Red einfach nur, weil ich reingehe. Nächstes wird ein Tausender, ich fühl's. All in. All in auf 1000, ja genau. Ja, 10 auf 10.000, let's go. Dann kann ich mir eine Gun-Vinier kaufen, Digga. Ja. Oder auch zwei. Der 0,000099. Das sind die Chances, da hand ich drauf. Der 17x, Digga. Alter. Ja, ich wusste es, Digga. Bei mir läuft nicht. Gotta go, gib mir eine 3, ich will. Ich geh jetzt auch, ich geh mal auf 4. Alter, du bist gequittet, Digga, kein Bock mehr. Ist ja einfach alles verloren. Er ist abgehauen mit dem Geld. Jetzt zieh komplett durch. Ach, Digga. Gönn mal einen 4er? Och, Mann! Oh, ich hab schon wieder Bock auf 100, Digga. Komm ich die 100 rein. Ich gehe mit 10 auf den 100er, Digga. Vielleicht kickt's ja. Fuck. Ja, keine Ahnung. Ich lasse jetzt ein Skript laufen, was auf den 10er geht. Ich will einmal einen 4er. Mr. T-Dog. Komm. Ich will jetzt einmal einen 100er haben. Ich will einfach sehen, wenn es bustet, ob es dann auch tatsächlich auf 1.1 geht und das dann immer um 11% oder so erhöht. Alter. Digga, okay. Warte, wirklich, gehst du auf 1000? Es geht auf jeden Fall direkt schief. Kann man eigentlich Auto-Payout während der Batch schließen? Nee, ne? Nein, kannst du nicht. Das ist halt das okay. Ding. Na gut, dann gehe ich auf 100er. Ganz dicker 10er, dass du irgendwie bei 90 oder so crasht. Alter, lul. Digga, steht euch. Wetten, das ist jetzt der 1000er, wetten, das ist jetzt der Nia. Und wir haben dann das schrei ich, Digga. Verkackt. Ah, nice, da hab ich 100er gehittet, Digga. Easy. Na, das ist mit wie viel? 10? 4. Achso. Krass. Ja. Crazy. Ja, Junge, wenn's. Okay, Digga, okay. Direkt back to back nochmal auf den 100er. Da sieht sich VB halt einfach. Ja. Digga, ich bin einfach ein Prophet, das habe ich noch nie erlebt. Was macht man denn da? Wie viel bist du ein Prophet? 220. Nice. Ja, alles, was ich dazu sagen kann, ist Winners know when to quit, XD. Ich spiele jetzt so lange, bis wir alle Null haben. Das ist, okay. Halt, das ist halt die andere Wahrheit. Man kann ja eh nicht vorher aufhören. True, der. Alter, RIP bei dir auch. Och, Mann. Ey, FK, kennst du eigentlich irgendeine gute Seite, wo man PayPal-Guthaben mit BTC kaufen kann? PayPal-Guthaben mit BTC, ja klar. Aber das ist jetzt nicht ganz so... legal. Also, ich weiß halt mehr oder weniger, woher
bei denen auf jeden Fall die Source von dem Cash ist. Alter, Mann! Das könnte doch gar nicht. Boah, ich gehe gleich echt 100 auf 3. Ich habe minus 140 richtig. Ich hatte kurz auf 1000, wa? Vielleicht kommt jetzt da der 1000 um die Ecke. Alles clean, Digga. 22. Okay, jetzt nicht mehr. 18 oder so. Okay, komm, jetzt gönn, please, einmal hier. Dreier, gönn okay, Dreier. Ich versuch gerade mein Script irgendwie so halbwegs richtig zu konfigurieren, aber es wird einfach nur schlimmer und schlimmer. Komm, ich geh raus. Das werde ich auf 3 gehen, oder? Zack. Jetzt auf 3 gehen? Okay, es wird auf 3 gehen. Trotzdem, ja, nice. Wieder breaking. Ey, ohne Autopair drippt man auf der Seite halt auch so weg. Ist halt wirklich no joke. Also ich habe halt Autopayout auf 10 gemacht, aber ich bin dann doch wieder manual rausgegangen. Manuel Neuer. Ohne Autopayout ist man halt immer so, ja, Digga, noch ein bisschen weiter, Digga. Gönn. Sagt der, scheiß drauf, ich... Hä, warte, ich bin behindert. Ich hab grad 2 auf dem 98er Pay und ich wollte es andersrum machen. 89 auf dem 2er, aha. Ja, ja. Vielleicht wird jetzt ja der 100er. Naja, war das jetzt 2 auf 89 gesetzt? Ja, Julius ist raus auf jeden Fall. Es kommt halt aufs Gleiche raus, ne? Ja, doch, warte, ich... Nee. Cornetti ist raus, spielt Apex. Digga, der Typ. Ey, vorher hat er überhaupt irgendwas gesagt, als er rausgegangen ist? Nee, Digga. Einfach so komplett lost. Er hat sich durch, Digga. Safe hat so eine All-In-Bet gemacht und verloren. Er war ja irgendwie 200 Profit oder so, aber ich habe ihn halt nie betten gesehen, XT. Ja, Digga, Stop-Script, Digga, ich geh da jetzt... Ich wollte sagen, ich habe ein ungutes Gefühl. Okay, ich lasse jetzt 2 aus. Nee, ich gehe jetzt nochmal auf 2 rein. Bunny. Fuck. Okay, warte, ich lasse jetzt nochmal den hier aus und dann gehe ich mit... Safe, jetzt ist es 100. Ja, jetzt Maul. Ja, okay, let's go. Ja, let's go, ne? Okay. Jetzt dick auf dem 2er? Ja, mit 60 halt, ne? Mit 200? Fuck! Gleich nochmal! Vielleicht, das wird jetzt wieder Mombo Red Fade. Ja! So, es sind jetzt 4 Red. Maximal kann es ja eigentlich erstmal 8 Red geben, so ungefähr. Jo, let's go! Oh, let's go! Danke, Junge, danke, Gott! Der Auto aus Cash, Alter. Er rettet. Oh, der Auto Cash rettet halt echt, Digga. Er raped. Oh, let's go, Boys. Let's go. 300 in Profit. Was nichts daran ändert, dass ich immer noch Net Profit minus 20 Euro bin auf der Seite. Egal. Big Rip. Achso, warte mal, ich schau mal kurz. Ja, du hast aber auch gegambelt, als BTC 3, auf 3K war, Digga, da war das eh nichts wert. Ich habe auch gegambelt, als BTC auf 10K war. Also das hier, der Net Profit, da hat er auf 10K gegambelt. Das war leider echt so. Das ist noch gar nicht so lang her, Digga. Ja, Digga, stochert noch ein bisschen in der Wunde rum, Junge. Oder so. Eigentlich sogar letzten noch. Alter. Ich hab so einen Durst in letzter Zeit. Ich fühl das so hart, dass das jetzt 2 kriegt. Gott sei Dank, Alter. Okay, einen mach ich noch und danach geh ich erstmal wieder raus. Ja, und by the way, ihr habt ja eh alle nichts dagegen, dass ich das aufnehme und dann richtig behindert schneide und dann auf meinen YouTube-Kanal mit null Subs lade. Scheiße. Ich hab gehört, du bist PewDiePie. Was ich halt einfach richtig geil fand, war, ist, dass sie ja meinen alten Kanal mit
wo ich halt Diceboards hochgeladen habe mit einer Software, die halt für dich gambelt, die das halt eigentlich krass gut macht, dass sie meinen Kanal wegen Waffen, Drogen oder anderen illegalen Aktivitäten geschlossen haben. Dann habe ich gefragt, was? Und dann haben die einfach nur gesagt, ja, du weißt was. Und ich so, nö. Ist so eher weniger. Herr, auf welchen Kanal lädst du das hoch? Auf deinem, auf dem Felix WTC, da hatte ich ja, da hatte ich sogar Monetization und so weiter an. Ich hatte 1400 Subs, weil ich einmal dieses Gunbot-Video gemacht habe, was erklärt, wie man einen Autotrader benutzt. Jo, ja, also eigentlich klickst du auf die Setup.exe und dann läuft das. Easy. Alter, meine Güte, ich wusste das so hart. Ja, ich bin jetzt wieder raus. Ja, ich bin jetzt auch, ich bin schon die ganze Zeit raus, aber das war eigentlich dumm. Ja. Wir können gleich auch eigentlich noch ein bisschen auf Crypto Games zocken. Ja, da habe ich jetzt gerade gar nichts. Also auf Lucky Games oder so könnte ich noch. Ich meine, wir können halt die Balance von hier so überweisen auf das andere und dann... Ja, klar, aber du brauchst halt mindestens 200k, dass du das überhaupt withdrawen kannst. Ich würde sagen, dann gambeln wir uns Flux hoch. Ich bin ja schon ganz zufrieden, weil ich nicht im Loss bin. Das kommt auch nicht alle Tage vor. So, 2x gönnen. Ja, ich bin auch mal mit Low drin. Der Scheiß drauf, let's go. Gön, 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 gön. Das Ding ist, ich hab zu spät gedrückt. Ich hab einfach zu spät gedrückt. Er hat einfach zu spät gedrückt. Ja. Er hat einfach zu spät gedrückt, Digga. Das wird Rainbow, ich sag, das wird Rainbow. Nee, Digga, das wird kein Jahr. Locker nicht. Nein, ich meine vom History. Ja. Safe, es kommt gleich wieder Red und Green und Red. Safe. Okay. Ich weiß, wie die Maschine läuft. True. Aber wenn du dir die letzten Dings anguckst, ist deutlich mehr Red als Grün eigentlich. Also es müsste... Boah, was ist das denn jetzt für ein Roll? Alter. Kommt jetzt Nein um die Ecke. Das Ding ist, ich kenne den Netcode von der Seite. Und es geht also auf jeden Fall nicht höher, wenn niemand mehr drin ist. Aber das wäre eigentlich der ultimative Bait. Als ob. Bis jetzt auf 100 geht. Ja, zieh durch. Wenn jetzt Nein kommt. Wetten, das ist jetzt der Nio? Weil niemand sniped? Nio. Ja, es geht jetzt auf 1000. Locker. Ja, Digga. Aha! So! Okay, wer jetzt wegkommt, dann gehe ich gleich dick auf grün. Also dick. Ja, ich bin mit 25 drin, ich bin sonst nie mit so viel drin. Naja, scheiß drauf, ich bin raus. Manually cashed out, Digga. Ja, was für Rainbow, Digga, was für Rainbow. Was für, Digga. Was für, Junge. Jetzt kommt halt Double Red und dann Green. Double Red und dann Green, ah ja. Ich will meine CSGO-Skins. Gar nichts. Ich habe jetzt wieder einen neuen Actual-Account gemacht. Und ja, da sammle ich jetzt einfach nur Kisten. Ich sammle einfach, ich habe noch die paar Phoenix-Cases und so, die ich auf meinem anderen Account hatte, rüber transferiert. Jetzt kaufe ich einfach nur die billigen Kisten für 5 Cent. Und wart, bis die Mehrwert werden. Ja, nice. Das hat Victor auch gemacht, aber er hat bei 50 Cent gekauft und die sind jetzt wieder 40 wert. Wirklich? Ja, Stonks, Digga. Ey, Digga, also Victor, du hast so ein Bad Luck, was du hast. sag mir mal bitte, bevor du so eine Aktion machst, Digga, ich will in die andere Richtung shorten. vor allem auf BitMEX bin ich ja auch mit .4 BTC unterwegs, da mache ich auch irgendwann mal ein Video dazu. Ich gehe die ganze Zeit so richtig schizophren hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Okay, Digga, ich werde die Glocke aktivieren. Uff, okay. Ach, Jungs. Ja, das wird. Zeig jetzt nochmal mit.
Safe back-to-back. Ja, ich sehe das auch so. Zack, direkt instant ausgecashed. Na, ist ja. Ah, wir bleiben drin. Das wird noch mal red. Das wird noch mal red, du. Ja, eigentlich, ich gehe mal so auf Safe 1,3 raus. Ist auch, keine Ahnung. Na, schade. Auch bringt halt einfach immer am meisten. Also. Zack. Zack, run script, let's go, bitches. Boah, stell dir vor, du bist eben auf 5 gehuntet, das wäre Krise gewesen. Keine Ahnung, ich wollte eigentlich wie immer auf 10 hunten, bloß ich bin. Bloß bei der Seite funktioniert funktioniert das normale Skript, was ich sonst immer use, nicht. Also dass er halt auf 10er Win huntet, aber immer um 11% hochgeht. Du kannst halt einfach nur um ganze Zahlen irgendwie erhöhen in den Skripts. Oder ich bin zu dumm dafür, das ist wahrscheinlich eher. Der so All-In auf 2x hätte ich schon irgendwie Bock drauf, muss ich sagen. Egal, wir sind erstmal 10% hoch, unsere fucking normale Balance, also. Ich bin jetzt bei 1050, also. Ja. Ich bin jetzt bei 1500. Ja, ich bin jetzt bei 1750, aber ich bin auch mit 1600 irgendwas gestartet, weil ich am 5. den Rest übrig hatte. Ich habe halt nicht direkt Punkt 4 withdrawed, weil ich nicht wusste, wie krass die Fies reinficken. Man könnte jetzt eigentlich zweimal 500 setzen, oft mal 2. Und dann hast du alles verloren. Ja, genau. Also eigentlich könnte man jetzt auch direkt davon 35 P250 Cent Tunes kaufen, aber warum sollte man? Das ist halt gerade der Mambo-Train, Digga, da hab ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ja, ich bin da raus, also da bin ich gar nicht erst reingegangen. Nee, ich auch nicht. Ja, siehst du nicht? Ja. Der Gott. Ich trust das nicht, bis das nächste Mal 2 Reds hintereinander sind. Nee, ich glaube, ich warte, bis 3 ist und dann setze ich irgendwie 250 und dann einmal 500 und dann, keine Ahnung. Ja, ich wusste, es sind 2 Red, aber der random.org, was sagst du? Ja, random.org sagt das heute nichts. Ja, Nee, ich sag okay. Komm doch mal Red. Nee, ich geh jetzt schon mal big auf Red, auf grün. Ah, Digga, da, random.org sagt, ich bin drin, da bin ich drin. Ich sag komm. Bolsch. Gib mir 2x. Ja, es geht sogar. Ja, komm 2x. Oh, geil, Kuss. Kuss auf die Nuss. Na, 70% Profit, Digga. Schmeckt. Der VB. Fakt ist, insgesamt immer noch Loss auf der Seite. Aber das Ding ist halt auch, ihr ballert da alle immer richtig Big Bets rein und ich hier so mit meinen 8 bis 10, 6 um die irgendwie. Ja, ist ja boring, Digga. Ja, true, aber. Dann ist ja schon mal ein bisschen schwitzen, Digga. Komm, ich geh 100 auf 2. Das wird safe early, gehen. Ich weiß es jetzt schon. Es geht immer early. Es geht immer early. Also 1-9-9. Ja, safe. Ich hätte halt echt gerade das jetzt im Ganzen. Das wäre echt das wär richtig gut gewesen. Ja, Alter, scheiß drauf, ich geh jetzt mit 17 rein und double jedes Mal auf und das wird halt einfach ein 8er Red Trend kommen. Also. Was hofft sich eigentlich der 5757er? Dieser King Bits. Achso. Der geht überhaupt nicht raus, Digga, der ist drin. Ah, fuck, ich wollte schon. Der 10er konnte. Ich konnte eigentlich sogar 10 hintereinander überleben. Und ich bin raus. Ah, ja. Digga, FK, du hast ja stabil hochgegammelt, Digga. Ja, ich habe auch Erfahrung da drin.
Ich gehe auch überall erst raus, wenn ich Profit habe. Der Trick an der Sache ist es halt einfach, wenn du minus 20 Dollar bist, halt einfach einen ganzen BTC reinzuballern und dann. und danach nicht broke zu gehen. Komm, 2x-Sticker, bitte. Ich muss meine Familie ernähren. Ja, ich bin irgendwie so. Boah, geil! Alter, oh mein Gott, ich hab auf 1-3 ausgecashed. Ich hab fucking manual die Strategy abgebrochen, vorher ausgecashed. Alter, ich müsste noch 900 Profit machen, dann wäre ich komplett break-even. Also das wäre schon dick, Digga. Ja, hast du einfach auch schon... Oh, fuck. Ja, jetzt kann es anfangen, weh zu tun. Ich hab aber auch nicht gesagt, Digga. Ja, scheiß drauf, wir gehen nach vorne. Fuck it. Ey, ich war auf 1,5 drin, Digga! Meine Fresse, Alter! Oh, belastend. Ich glaube, das wird jetzt schwer, ich gehe trotzdem mit 100 rein, das wird safe early. Ja. Aber so klar. Immer mit 50. Safe. Das könnte jetzt halt echt dieser Mambo-Train werden, ne? Ich hab halt auch irgendwie gerade das Gefühl, dass es so ein Mambo-Red-Train kommt. Oder? Nee, Digga. Junge! Ich war so hart drauf! Oh, Digga, das wreckt mich gerade richtig weg, Digga! 200 auf ganz risky auf 2. Alter! Oh, meine Fresse! Alter. Jetzt ist halt Trade, Digga, jetzt kannst du halt einen guten wetten. Okay. Egal. Geh rein. Ich mach halt einfach einmal hin oder so einen Scheiß und dann. Easy. Ach, Digga. Ja, okay. Let's go. Gut, nehmen wir mit. Break-even. Break-even fühlt sich auch mal an, als würde man gewinnen. Scheiße, ich bin jetzt mit 400 drin. Das wird RIP. Nee, das geht easy. Das geht hochkommen, easy. Ja, Digga, das geht so hart easy rein. Ja, das geht easy rein. Easy, mashallah. Let's go. Save danach kommt Red. Ja. Könnte jetzt auch ein Train werden, Digga. Ich guck mal, was die Araber auch labern. Wenn du gar nicht mehr weiter weißt, fragst du den Araber. Ja, 11 Basebet ist schon risky, vor allem weil das davor, ich hätte die 500 gerippt. Also es hätte irgendwie 500 betten wollen und das wäre locker ripped gewesen. Ey, ich übersetz das. Was kommt raus? Hallo Leute. Alaikum salam, alaikum salam. Guten Tag, ich bin der Allmann des Vertrauens. Ach ja, Digga. Ja, Digga, wahrscheinlich. Eigentlich sollte ich 1,5er spielen oder 3. Dann spiele ich mit weniger. Ah, jetzt 2x, Digga, da wäre ich ja schon glücklich. Ja, ich wäre jetzt auch dran. Same, aber alle gehen jetzt wieder auf 2x rein. Ja, ist aber wirklich so. Ah, nice, ja. nice. Boah, sag Digga, das geht eigentlich voll, Digga. Ich sag, der geht, komm, scheiß drauf. Ja, ich bin da instant wieder raus. Ja, komm, ich geh auch auf 3. Bin ich rausgegangen? Ich bin nicht rausgegangen! Nein! Oh, das ist das. Digga. Wait a second, warum bin ich mit 400 drin? Was? Okay, komm, jetzt gehen wir auf 2x, komm. Ja, ich geh auch noch 2. Warum? Ich... Okay. Komm. Zieh durch! Alge! Ich kann gewinnen! Zieh durch! Oh, nice! Okay, das ist cool. Alter, Digga, ich bin einfach down 400 mal wieder. Hast du gerade aus Versehen? Ja, aus Versehen, Digga. Belastend. Hast du etwa ein Down-Syndrom? Ja, ich glaub schon, anscheinend. Anscheinend, Digga. Oh, Jungs, das geht grad voll, Digga. Ich hab 2000, Digga. Was ist da los? Fresh! Ich gönn dir. Fresh Rhino. Von Rhino. Ach, Junge. Ah, jetzt wird's early, Digga. Jetzt wird's early. Ja, es ist safe early. Man sollte allerdings immer drin sein für einen 100er, Digga. Auf Safety. Ey, bist du mit 100 drin oder was? Nein. So. 10. Do I look like? Okay, ist ja anscheinend nicht early.
Okay. Ja, ich hatte ja, es ist halt einfach mein Luck. Oh, ich habe jetzt genau 2000, ja, easy. Wait a second, Digga, das... Das gucken wir uns mal an. Crazy, crazy. Währenddessen bei mir minus 300. Einfach immer noch weggerippt. 88. Das Zeichen, dass wir zum 2 gehen mit 100. Komm. Gönn. Gönn jetzt mal 2, dann glaube ich an Gott. Gönn. Wenn 88 jetzt auf... Oh ja, Digga. Ja, das war jetzt recht eindeutig, würde ich sagen. Komm, jetzt gehen wir auf 2, jetzt gehen wir auf 2 rein. Ja, ich gehe mal risky mit 300, scheiß drauf. Ja, Digga, dann gehe ich lieber... Fuck. Oh Mann, ich wollte jetzt nicht rausgehen und du warst so langsam, weil ich so ein fetter Hund so bin. Okay, scheiß drauf. Warte, war ich drin? Nein, ich bin jetzt drin. Oh. Ich geh jetzt auch mal kurz mit 300. Lack, Digga, Lack. Alter Junge, du schwitzt mit deinen 300er-Bett, Digga, kannst du nicht sehen. Okay, ich geh raus auf safe jetzt, ich hab keinen Bock, dass das... Ja, okay. Safe wegen dir verlieren will. Hey, was hast du denn drin, du Fettsack? Ja, ich hab jetzt 300 drin. Ja, gut, okay. Okay. Jo! Oh, gut, dass ich nicht reinge... Oh! Holy, gut, dass ich mich verdrückt hab. Ja, und es ist gecrashed. Alter, nein. Drück! Alter, nein! Ja, noch 2. Oh, ich fuck, Digga, yikes. Der Gott! Oh, Digga! Guck, du hast ja richtig geschwitzt gerade. Der Gott! ich bin gleich einfach komplett RIP. Ja, ich bin 40 minus, das ist okay. Ja, ich bin einfach 1K minus. Ich bin einfach 1K minus, no joke. Oh. Das muss auch nicht auf 3x. Digga, aber alles nur, weil ich versuche fucking den Lost zu chasen, Alter. Den Lost vom Exzellente. FK, weißt du, was das Lustige ist? Du warst doch schon mal mit 1K Euro im Lost. Ja, darüber kann ich jetzt nicht lachen, weil das öfters und zu true ist. Ja, das war so irgendwie als in der Sportumkleide in der Pause. Oh, das Alter, ja, Digga. Erstmal ein Toys vergammelt hast. Lost. Zu meiner Verteidigung, am Ende haben wir es noch wieder auf 1 Euro Profit gebracht, Digga. Hey, ja, stimmt, also ja, du hast mit 8,15 Euro. Der Godlike-Tipp von fucking Justus, Alter. Ja. Manchmal Justus ist einfach Allah bei sowas, Digga. Manchmal ist er echt der Gott bei Stickten. Ja, manchmal bin ich halt Allah, manchmal bin ich einfach so Down-Syndrom. Weißt du, Justus ist so die Person, die so bei Blackjack über 17 noch zieht und dann halt einfach direkt auf 21 kommt. Ja. Das ist halt so. No joke. I mean, don't disrespect, aber... Ah, komm. Digga, Junge, das ist so depressing, mal dieses fette rote Bastard zu sehen. Ja. Bastard more like Bastard. Am I right, boys? Tja, 8,888. Hauptsache, man kann einfach seinen Account löschen, Digga. Macht das mal alle. Während ihr noch Ballets drauf habt. Okay, dann packe ich die Sachen erstmal zu BTC und dann mache ich da 0,008. Specify more than 6 digital places. Ah, Digga. Warum habe ich eigentlich schon 70 Euro auf der Seite eingecashed? Kann mir das mal jemand sagen? Ach, Digga, du kannst so einen ganzen Bits wetten, lol. Ja, das ist auch behindert, Digga. Ah, Digga, das ist halt, weil, weshalb ich in die Seite investiert habe und die halt einfach. Der auf 1500 Euro hat die Seite halt einfach schon fucking 10% Return gegeben fast. Meanwhile bin ich hier die ganze Zeit noch nicht am gambeln, einfach. Gönn 41 auf mal 3, ey. Oh! Ja, ich skipp den Rainbow. Den taste ich nicht. Aber scheiß drauf, ich bin hier drin. Wir bleiben drin. Ja, Digga, wir bleiben drin. Nur Pussys gehen raus.
Ja, aber jetzt ist mein Net Profit ungefähr minus so viel wie mein Net Alltime High. Das geht ja wieder. Hat er ja auf den 5er ausgegangen, ganz entspannt. Bisschen Druck. Bleib drin. Oh Junge, jetzt geht's auf den 10er, Digga. Epoch geht's auf den 10er, damit jetzt geht's auf den 10er. Zum Kotzen, Alter. Safe, das geht jetzt nah, okay. Ah, Junge. Mashallah. Der, ich chase jetzt auf 10er Streak. Hm. Taschenrechner nebenbei, ab wann ich erhöhen muss, XD. Das wird lost danach, safe. Das wird red. Ja. Easy mal 10. Ah, Digga, als ob er jetzt wieder hochgeht, Digga. Tja, easy. Immer wenn ich nicht reingehe, geht er hoch. Ja, easy, Cash-Out. Ja, Digga. Andererseits hab ich halt auch mal mit mehr reingehen, so. Du hattest halt auch nur ein Bit drin, Digga. Ich weiß. Der Sweat. Ja, Digga, echt, du bist ja voll eingebrochen in letzter Zeit, was ist da los? Ja, nee, komm mal, ich hab halt zweimal aus Versehen 400 reingepackt und beides mal gepackt. Aus Versehen? Nee, Digga, zieh. Es ist auf der Aufnahme, no joke. Oh, Digga, warum gehst du jetzt so hoch? Ich hatte das Auto-Ding, also dieses Auto-Bett-Ding, und dann hat das einfach aus Versehen das vom Manual-Tab reingeballert. Scheiße, jetzt ist dieser Mio, Digga. Gönne Katze! Ah, safe nicht, Digga. Oha! Oder? Oh, Digga, jetzt auf das 2er Spiel, das ist übelst Whisky, Digga. Lass du richtig holen. Naja, das können die einfach als Hintergrund das ganze Video laufen lassen, einfach richtig, richtig retarded. Nein! Ah, fick, Digga! Was wolltest du machen? Ich mach jetzt einen Big Rip auf 2x, Digga. Oh, der nette Red Train kommt, Digga. Da ist fick, Alter. Ja, ich bin halt irgendwie gerade voll unsure, was ich betten soll. Also, weißt du, ich bin jetzt minus 100 und ich hab keine Alter! Oh! Jetzt kommt die Depression, Digga. Ich sag auf mal 2 geht der jetzt. Ich sag auf safe geht der auf 2. Fuck. Sag, da hat wieder der, Hier, komm, 1000 auf 2, Digga. Alter, nee. Das, irgendwann bei dir ist das halt echt immer so, dass dann auf einmal... Einfach gerippt. Alter, das ist dein Grab. Das sieht einfach geil aus. Aber ich rippe gerade auch ordentlich rein. Oh mein Gott, Digga, dieser Red Train ist tot. Ja, komm, ich geh jetzt auch einmal all in. 300 nur noch. Ja, Digga. Wow. Ich hab jetzt 100 left. 100 rein. Ich bin jetzt back to the roots. Das ist halt echt dieser andere Red Train. Ja, jetzt geht es auch mal 2, du kleiner Huso. Ja, ja. Ja, jetzt ist es auch mal 2, hier ist klar. Was will ich jetzt mit 200 noch haben? Wie viel hast du noch, Victor? 600. Ja, ich hab noch 200, Digga. So, ich bin raus. Hast ja, und auf einmal ist mein Graf der Beste, würde ich sagen. Naja, guck dir mal Victors Graf an. Das ist halt noch mehr Depression. Der ballert aber auch... Ja, okay, das wird jetzt aber 2. Es wird aber 2. Oh, immer nett fast, Digga. Jetzt hack ich mir jetzt auch raus bei 2,5. Das ist halt immer noch relativ scheiße, muss man sagen. Ja, komm, wie viel hast du? Hast aber mindestens Taui noch. Ich hab jetzt einen Taui. Ja, genau. Bist du genau, wo du angefangen hast. Ist doch... Ich könnte jetzt natürlich nochmal einen Taui auf 2 setzen. Nee, Digga, das macht nicht, Digga. Alter, ich würde direkt rausgehen, sofort jetzt. Tja. Nicht jeder von uns ist so schlau. Ja, ich bin... Da ist er back, Digga! Da ist er back! Da ist er Taui back gesetzt? Auf dem Graf. Ich ja, hab grad einen Taui, also All-In auf 2x gesetzt und gewonnen, lol. Ja, Mars. Digga. Ja, lol, ey. Digga, gehört doch den Grafen, Digga. Ach, Digga. Ah,
Ich sag mal so 6-mal auf 2x. Oh fuck. Man hat's bei mir gesehen, mein Mauszeiger hat geklickt. In genau der Sekunde, als es gehört ist. Du kannst das Video mal zum Support schicken. Nee, ist halt deutsches Internet, Alter. Oh, ich hab über 200, das ist so sad. Ich geh auf 2x. Okay. Auch 32 auf 2. Na, fuck! Ah, Krise. Ja, mein Graph ist jetzt auch wieder... Nice. Cool. Ja. Kann ich mit 1,5 noch setzen. Warte, pass auf. Ja, aber no joke, weil ich bin in dem Game jetzt nicht drin. Ich wette, es geht über 2. Ich wusste es. Alter. Ja, same! Junge, weil ich wusste, dass der Bastard gerade getippt hat, bin ich jetzt nicht drin in dem Game, Digga. Sowas nennt man ja auch Opportunitätskosten. Okay. Ja, jetzt geht es auch an 1 auf 1 Million. Scheiße, seid ihr eigentlich jetzt alle auch gut wieder in Aktien drin, oder? Nee, ich warte noch. Ja, ich warte auch noch ein bisschen drin, aber also nicht viel. Ich bin halt schon ein bisschen reingelunzt mal wieder, aber... Wozu Aktien, wenn man BTC hat, lol? Ja, true. Ist halt... Alter, vor okay. B, gehst du auf 2 oder was? Ich gehe auf 2 wie immer, Digga. 2 ist meine lucky Zahl. Ich gehe auf 1 Million. Ich gehe auf was, Digga? Da sehe ich mich. Ich gehe jetzt mit 681 auf 2x, Digga. Ey, mach mal lieber einen Screenshot, ich habe keine Balance mehr, ich muss gucken. Okay, mach nach der Bit. Mach irgendjemand please Bildschirm los. Nein, oh, Digga. Ja, warte. Ich mach mal Bildschirm auch. Ja. Der scheiß drauf. Ich bin da mal wieder drin. Du musst auf Go Live drücken. Boah, das ist ja voll komplex, Digga. Geht das so? Ja. Oder? Ja. Digga, komm, ja. Ja, Gott sei Dank, ey. Wenigstens wir gleich ein bisschen wieder back, Alter. Sieht man das? Wollen wir gleich noch auf, Dingens gehen? Adrop. Ich bin jetzt halt wieder 1000 im Lost, Digga. Guck dir den Graph an. Ja. Joik! Auf jeden Fall korrekt von Felix, dass er Geld gesponsert hat. Sehr korrekt. Ja, das ist immer korrekt, Digga. Kann man sich gönnen. Komm. Auf der Drop muss der jetzt selber depositen. Ja. Ja, Victor wird jetzt eh gleich wieder essen gehen. Ich denke, ich gehe auch mal kurz essen. Ach, Digga, Alter. Der hat doch nicht um 19 Uhr. Wir können ja zu so früh essen gehen, Digga. Lol. Aber wir können ja 20 Uhr oder so wieder. Also, ja, ich denke, ich. Ich kann so 21 Uhr, denke ich, guck noch ein bisschen Netflix oder so, mal gucken. 21 Uhr, denke ich, bin ich wieder so am Start. Ja, da bin ich auch halt wieder da. Ja. Am Jalan. Allah, mashallah. Die Recovery ist da, aber... Die Frage Alter, ist... Alter, bitte, Netzsack, geh raus. Hehehehe. Hast du eben so viel verloren. Wie bist du so viel Loss im Graph, wenn du halt einfach 2 auf 5 raushaust? Ja, warte. Der Graph, ich glaube, der Graph muss sich mal aktualisieren, du. Ja, der aktualisiert immer nur nach der Runde. Ja, ich weiß. So, bam. Schlonk. Stonks. Der Graph ist halt echt depressing. Ich hol das wieder raus, Digga. Ich kann es zurückspielen. Ja, weißt du, bis zur 50. Bett ist mein Graf halt so richtig gut Gambling-Script und danach ist es einfach nur so richtig. Ist einfach nur so richtig depressing am Start. Seid ihr jetzt eigentlich beide komplett broke? Nee. Ja, das ist schon. 400 down so. Mich hat halt dieser Red Train komplett rausgenommen. Ich hab hier gerade wie so ein Hurensohn, Digga. Der Red Train nimmt mich jetzt auch komplett raus. Ja. Ja, okay, ich bin dead. Victor, bist du eigentlich tot so? Sieht okay, gut, sind jetzt alle gestorben. Sind wir jetzt alle RIP? Nee, also ich bin ein Big RIP, Digga. Heute Abend wieder. Ich bin wieder drin, Boys. Heute Abend wieder deformiert ins Fett. Wollen wir heute Abend noch ein bisschen Deadrop gehen? Go, why not? Ja komm, Digga, um 21 Uhr, wenn die Eve annehmen. Aber funktioniert deren Eve-Deposit, funktioniert das korrekt? Das ist die Frage erstmal. Ja, das funzt. Weil... Der Job ist reliable. Weil ich weiß nicht, ob die Seite, wo ich gerade meinen ganzen Eve habe, ob die nicht alle ein bisschen scammig sind.
Weil ich habe versucht, mir einen Account zu kaufen für League. Und, ja, ich habe 2x 20 Euro gesendet und nichts kam an, also. Ey, Victor, kann ich nicht irgendwie so Geld senden, damit du mir Ether senden kannst, aber nicht über Köpfe? Ich habe keinen Bock, dass das immer mein ganzes Dings vollmüllt. Grundsätzlich ja, ich will mir das Geld senden. PayPal was? Ist drill, was auch immer. Du kannst mir auf PayPal schicken, Digga. Ja, ich hab kein PayPal und ich will es auch nicht benutzen. Ja, was gibt's denn sonst noch so? Du kannst es mir überweisen, wenn du willst, aber das ist wahrscheinlich das Gleiche. Über Western Union. Kannst du meine ganzen Namen schwarz. Scheiß Barcash, Digga. Du kannst es ja direkt abheben und dann ein Paket schnüren. Kann man sich eigentlich auf Wimpel das hin und her schicken? Ich meine, du hast kein Wimpel mehr, aber trotzdem. Ich hab kein Wimpel mehr. Was ist das? Was ist das eigentlich? Ich hab davon noch nie gehört. Das ist Scam, Bruder. Lass die Finger davon. Ja, Victor wurde darauf gesperrt, weil er dumm ist. Wenn mir VB sagt, dass es Scam, dann... dann nehme ich das ernst, auf jeden Fall. Ach, Jungs. Ja, das, wenn VB das sagt, das ist genauso wie wenn Baluka was sagt, Digga, der kleine russische Gangster, Alter. Oh. Ja, als ob der Job 1,7 Millionen User hat. Ah, weißt du, Bastardbit hat 11 Millionen User, also registrierte. Ja, Bastardbit, Digga. Jetzt gucken wir uns mal die History an. FK? Ja. Kannst du mir 5 Euro auf PayPal schicken? Ja, ich bin komplett broke auf PayPal. Oh Junge, ich brauch's nicht. Kannst du mir da 5 Euro schicken? Ich hab 50 Euro auf Skrill, wenn dir das was bringt oder so. Nee, Digga, Skrill hab ich ja selbst noch irgendwie ein Huni drauf, aber leider ist das Konto gesperrt. Lol. Hey, da kannst du es an mich senden, ich zahl aus. Ja? Ja. Okay, Digga, ich schick dir Daten. Warte kurz, ich ändere kurz mein Passwort, weil das ist mein Standardpasswort. Das will ich dir nicht geben. Nee, aber wie bist du aufs Grill gesperrt? Ach. die sperren dich nicht für Gambling, die sperren dich nicht für Credit Card Fraud. Die sperren dich eigentlich nur, wenn du Terrorsachen unterstützt. Da sehe ich dich auf jeden Fall. Tja. Karl! Das kills people! Oh mein Gott, Jungs. Ich hab schon Bock heute, ein bisschen Deadrop battlen. Hatte ich schon Lust drauf eigentlich. Ja, eigentlich muss ich erstmal Boosting Market gehen und mal wieder ein paar Orders rausschallern. Ja, Digga, wenn FK hier mein Skillkonto abkauft, dann kann ich natürlich big reinrippen heute Abend. Welcher ja Profit macht. Der Wetten, ich lasse an meine E-Mail erstmal die 100 schicken, zahl die aus und dann ist mein Konto auch direkt weg. Ich glaube, so ein Ding ist das eher. Glaube ich gar nicht, ja. Aber wie bist du, wenn du gesperrt bist, müssen sie dich das Ganze doch an ein Bankkonto withdrawn lassen? Nee. Bei PayPal machen sie das auch, ich habe noch 60 Euro auf dem gebannten PayPal. Ja, wie gesagt, du kannst ja gerne das Skillkonto haben und dann, ne? have fun damit. Hat noch irgendjemand Ethereum von euch? Ja, ich habe noch 10 ETH irgendwo liegen und ich habe halt ein ETH, an den ich direkt rankomme. Brauchst du die noch? Also ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie jetzt nochmal auf Krampf ETH zu kaufen, beziehungsweise halt Victor überall so auf 1000 Euro. Kein Ding, Digga, gib mir Skins, ich geb dir. Ja, okay, das könnte man vielleicht sogar echt machen. Ich glaube, ich habe noch... Muss es einfach nur ein 5-Euro-Skin sein? Ja, keine Ahnung. Sollte schon irgendwas Nices für mein Inventory sein. Ja, ist auf jeden Fall ein Placement. Warte mal, ich guck mal so kurz auf. 5-7 Fade? Ne, Spaß. Und 5-7 Case-Hand. Ich schau mal kurz. Oder halt Kisten. Da bin ich halt auch direkt. Oder Bitskins. Also ich kann dir auch, ich kann dir Eve geben und dann zahlst du mir das irgendwann zurück. Also ich hab eine M4 Leaded Glass Dead Track in BS für 7 Euro. Da sehe ich mich jetzt eher weniger. Die sieht aber heftig aus. Die ist gut. M4A1S okay, oder M4? Nee, M4A1S. Okay, da bin ich dann vielleicht wieder drin, Digga. Das ist die Frage. Ja, nee, ich überlege auch nochmal. Ich glaube, sonst gucke ich mal, ob ich nicht vielleicht mehr, weil ich guck mal, ob ich noch Ether auf meinem Blockchain
Okay, FK, ich hab der Flux die Skrill-Zugangsdaten geschickt, Digga. Ja. Digga, FK wird sein Geld nie sehen. Ja, das ist halt wirklich so. Ja, Junge, ich schick dir sogar Zugangsdaten hier, Digga, du. Ja, das, ich akzeptiere Nachnamen oder wie auch immer das heißt. Nein, nee, log dich einfach an und schick an meine E-Mail. Ja, kann ich nicht, Digga, mein Konto ist gesperrt, merkst du es nicht? Hä? Was, du kannst dich einloggen? Ich kann mich einloggen, aber ich kann nicht senden. Warte, kann Wait ich abheben? A second. Warte mal, kann ich abheben? Ja, das meine ich ja, du kannst eigentlich kannst dein Bankkonto abheben. Warte mal, wenn das geht, Digga. Dann geht aber Dickkuss raus. Das müssen sie halt machen. Das ist. Digga, dann geht ein Wicker Kuss raus, oder nicht? Ey, Victor, du bist so lost bei Geldsachen. Digga, Safe More kommt Finanzamt, Digga. Ich bin doch so also Terror jetzt hier. Ach, Jungs. Es ist, was es ist. Ja, wisst ihr noch, als ich auf. Nee, ich glaub, Digga, wenn ich das jetzt wirklich als Video mache, müsste ich das eh rausschneiden, Digga. Aber. Willst du das wirklich als Video hochladen? Ja, das ist halt das Ding. Ja, aber wisst ihr noch, als ich auf Twitch gestreamt habe? Ja. Wie rein zufällig diese vielen Leute, dessen Username und Passwort ich in der TXT. Digga, FK, wenn das echt geht mit dieser Abhebung, ne? Wenn das echt geht, Digga, dann geht aber ein dicker Kuss raus an dich. Ja, bitte. Dann hätte ich den Problem. Doch, schick mal 5 Euro Ether rüber. Digga, du bist auch nur so ein Bang in letzter Zeit, oder? Ich hab keinen Ether mehr. Das 1000 Euro Inif, Digga. Dann kauf dir welches, Bruder. Vor allem, VB ist ja wenigstens so legit, dass er um 3.50 Uhr morgens so schreibt, Digga, kannst du mir 60 Euro in Ether senden, ich hab das Geld. Weißt du, das ist ja wenigstens noch weniger Scam als, Digga, kannst du mir... Hey, Digga, echt, ich hab nie Scam, Digga, du, sag ehrlich. Ich hab halt noch 200 Dollar wem gelendet und hab mir das immer noch nicht zurückgezahlt. Seit January und der Spaß ist die ganze Zeit online, ich sehe das auch. Oh, das tut halt weh. Digga, das wäre schon geil, weil dann wäre es jetzt halt quasi 100 Euro Instant-Profit. 5, Digga. 5er Train davor, Digga, das muss. Es. 1, 2, 3, 4, 5. 5er Train, Choo-Choo. Ist halt wirklich so. So, komm, Digga. Okay. Nächste Bet bin ich im Profit, meine Friends. Ist auch geil, dass ich irgendwie immer noch 1000 Euro auf Bitskins rumliegen habe, die ich mir nicht withdrawen kann, Digga. Warum? Macht Bock. Weil ich einfach 1000 Euro auf Bitskins. Digga, wie wirst du damit. Also, ich frag mich immer, wie du da geschwert wirst. Das, das frag ich mich auch. Bist du so zum Support und sagst so, ja, Digga, ich war unter 18, als ich den Account geöffnet habe. Digga, weißt du, was ich als Verbrechen begangen habe auf Bitskins, Digga? Ich hab was eingecashed. Also kann ich ergo nichts auscashen, Digga. Das ist so die Bitskins-Logik. Hä, Digga? Ey, warte, kannst du jetzt echt nichts auscashen? Ja, ich muss halt irgendwie einen Monat warten oder so. Ist so dumm. Hoffen wir mal, dass das dann funktioniert. Ja, du kannst halt nicht du darfst halt nicht eincashen, um direkt eine andere Währung rauszucashen. Das ist halt Money Laundering, das darfst du nicht. Und da dürfen sie dir halt nicht helfen. Tja. Tja, weißt du, Das ist nicht nur die Handlung beschränkt. Weißt du, wenn du nicht die 10% Fee an Happy Coins zahlen willst, sondern lieber Bitskins. Nein, ich würde ja jetzt immer Anycoin direkt, Digga. Das ist ja sehr ehrenwert, sowas. Reinbringst für die fucking 1,5% Exchange Fee anstatt die 10%ige, Digga. Übrigens, bei Anycoin Direct, ne, das ist richtig ehrenwert, die Seite, Digga. Danke für die Empfehlung. Also, da geht auch Kurs raus. Wie viel Fee ist da? Ich benutze immer Happy Coins, einfach weil ich das schon seit immer benutze. Ich glaube, 5% oder so. Aber das geht. Ich zahle doppelt so viel Fee. Aber dafür kann ich halt auch, dafür kann ich halt auch bis 25 Tage am Tag auscashen. Ja, es ist 0,5% Fee auf Anycoin, Digga. Also bei größeren Summen. Also so, weißt du? Ja, okay. Ja, das Ding ist, ich bin halt immer treu zu Happy Coins geblieben. Weil die ihren Patterns bis zu 25k dir auscashen am Tag, ohne Fragen zu stellen. Das ist halt. Ja, Victor, fahr mal mit nach Ibiza. Ja, Digga. Nee, Digga. Das ist halt unnormal pussyhaft eigentlich. Warum, Digga? Als ob wir uns da jetzt alle mit Corona anstecken und draufgehen. Und selbst Digga, wenn, Digga, wäre das jetzt nicht ungefähr was Negatives, so. Ja, Corona ist nicht mein Punkt. Das ist halt einfach der Punkt, dass ich es halt selber bezahlen will und keinen Bock habe, einen Tausi für sowas auszugeben. Aber du hast doch genug Geld, oder nicht? Ja, aber es ist mir halt kein Tausender wert. Also es ist dir nicht ein Tausender wert, mit deinen Freunden Urlaub zu fahren? Nö. Alter, Digga, das ist... Okay, das ist schon wieder anders, arm. Digga, arm ist Deutschland. Das ist halt echt anders.